für mehr Tagespflege etc. Und gute Bedingungen für ältere Menschen, die finanzieren sich zum Teil auch wiederum selbst, weil pflegende Angehörige, die arbeiten können, auch Steuern zahlen. Unsere Überzeugung ist, die Seniorinnen und Senioren in Bayern müssen ihren Lebensabend in Würde und Sicherheit genießen können. Und dafür wollen wir das Geld investieren, dazu stehen wir und das hat was mit Respekt zu tun. Und das Ganze funktioniert natürlich nur mit einer starken Wirtschaft, mit Wohlstand und guten Arbeitsplätzen auch in Zukunft. Sie sind sinnvoll und sie sind gerecht. Wir sind Wohlstand und wir wollen, dass alle Kinder in Bayern gleiche Chancen haben, egal welche Status sie Eltern haben oder wie groß die Welt ist. Sie sollen die gleichen Chancen auf ein gutes und erfolgreiches Leben haben. Eine große Aufgabe habe ich schon angesprochen. Zu einem bezahlbaren und lebenswerten Bayern in Zukunft gehört auch, dass wir viel schneller werden und viel massiver die bezahlbare Leistung. Und deswegen setzen wir auf den Schutz vor der Windkraft, der Photovoltaik, der Stromleitung. Also schwierig zu sagen. Ich bin für SPD, aber ich finde, es ist ein bisschen langsam in Waffenlieferungen. Aber im Allgemeinen, ich bin dafür. Ja. Und Sie kommen aus der Ukraine? Ich komme aus der Ukraine, aber ich bin hier schon seit 6 Jahren. Also nicht geflüchtet, weil kein Kriegsdienst? Nein. Okay, also ich habe hier studiert und habe Niederlassungserlaubnis. Und hier haben wir Meinungsfreiheit? Genau. Ein bisschen noch. Also